Wir wollen ganz praktisch Frauen sichtbar machen, Feminismus sichtbar machen, so wie er uns jeden Tag begegnet. Nicht schillernd glitzern, sondern in den Frauen, die uns begegnen und in der Arbeit, die sie leisten. Ich habe mittlerweile eine Leitungsposition in der Pflege übernommen. Und ich kann sagen, auch Teamarbeit ist ein Knochenjob. Pflege kann nicht jeder. Pflege ist anspruchsvoll und kann eben nicht von jedem ausgeführt werden. Aber vielleicht sind auch solche Preise wie diese heute eine Wertschätzung an die, die trotz veränderter Bedingungen noch für ihren Beruf leben. Es ist eigentlich traurig, aber im Jahr 2023 müssen wir immer noch sagen, hört mal zu, die Hälfte der Welt sind Frauen. Und wir möchten auch die Hälfte der Welt haben, so wie sie uns zusteht. Ich erinnere mich an die Frau, die trotz der großen Last auf ihren Schultern aufsteht. Und ich denke jeden Tag an die Mädchen Afghanistans, die trotz sich ihr immer weiter schließenden Toren aufstehen und sagen, ich kann, ich will und ich werde. Und ich will auch diesen Preis heute hier Ihnen widmen, weil Sie sind meine Antriebskraft jeden Tag. Dankeschön. Herzlichen Dank.